So, schauen wir erstmal. Wir streicheln erstmal Pogi. Schaue ich währenddessen, ob es laut genug ist. Ja, geht. Dafür, dass es Pogi ist, kommen wir in den gelben Bereich rein. Okay, schauen wir mal. Erhalte deinen Anmeldebonus. Den habe ich normalerweise immer wieder hergeholt, als ich einfach mal im Spiel rumstand. Manchmal. So, Anmeldebonus. Was haben wir hier? Schreikapseln. Toll. Und einen weiteren Gutschein. Stimmt, der Event-Zeitplan. Können wir mal schauen. Der ist jetzt weniger zeitplanig. Ach, doch, da. 29.08. Warte, ist das nicht heute? Ja, das ist heute. Praktisch. Das sagt mir echt nichts. Okay. Na gut, wir nehmen trotzdem die Schreikapseln. So, und damit auch Hallöchen in die Aufnahme rein. Ja, was mache ich jetzt? Ich könnte vorher noch eine optionale machen und dann wollte ich eigentlich in das Tal der Verwesung rein. Aber vielleicht gehe ich auch gleich. Ich schaue mal, welche optionale wir noch da haben. Wie zum Beispiel, stimmt, wir haben den Ratjan besiegt. Und, es war schon cool. Wir sind aus Versehen. Und wir haben Diablos gesehen. Der hat dann die Ratjan weggehauen. Und das war auch interessant. Und wir sind dann in der Wüste in der Mitte runtergesunken. Spannend. So, keine Gnade für Seamus oder Shamos. Töte? Ganz ehrlich, das können wir machen. Und die kommt vom Koch. Dann mache ich das zum Reinkommen. Miascolera Koch. Sie tun mir fast leid. Diese mickrigen Monster haben keine Chance. Erledige sie, während ich Sachen hole. Der erste Abschluss schaltet eine neue Kantinenzutat frei. Halt dir mit die Pfoten frei. So, rein da. Keine Ahnung, wir werden wahrscheinlich da sein. So, das machen wir dann auch. Das geht ganz einfach. So, und vielleicht nehme ich dafür das Jagdhorn. Ja. Da sind wir mobil, da sind wir schnell. So, und letztes Mal haben wir den Diablos gesehen und, leider haben wir doch nicht in der Schmiede die Ausrüstung gesehen, die Rüstung, die wir tragen können. Ich erinnere mich, dass ich Monster Hunter Freedom die Diablos-Rüstung sehr lange hatte. Weil sie cool aussah. Und vielleicht mache ich mir die Rüstung. Naja, aber dafür müssen wir ihn erstmal besiegen. Der hat mich mit einem Schlag fast umgebracht und er war nicht mal wütend. Ich wollte nichts verkaufen, ich wollte die Ausrüstung ändern. Ja, der erste Tanz wird ausgetauscht gegen das Knochenhorn 2. Können wir das aufrüsten? Wir haben doch so viele Knochen da. Diablos Rüstung hat auch tolle Fähigkeiten. Ja, dann freue ich mich drauf. Ich möchte aber erstmal schauen, wie die ausschaut. Ich habe das schwarze Monster nur kurz aus der Entfernung gesehen, aber es hat trotzdem einen lebhaften Eindruck hinterlassen. Welche schwarze Monster? Selbst in dem ganzen Chaos hat mich seine Wildheit fasziniert, seine Grausamkeit. Also was haben wir diesmal zusammen? Von wem redet ihr? Achso, das war dann mit dem Admiral. Genau, das kennen wir schon. So, dann Jagdhorn, Knochenhorn. Wir wollen. Eigentlich fand ich das von den Fähigkeiten ganz gut. Wir haben gerade das hier. Wir hatten hier ja Angriff hoch, was ja sehr viel wert ist. Ausdauernutzung, Verteidigung hoch. Eiswiderstand, Schallwellen. Hm. Das hat Lähmung. Ist auch nicht. Ganz ehrlich, wir machen mal so ein Lähmung, so ein Schallhorn. Sehr schön. Und dafür fehlen uns andere Dinge, aber das Schallhorn wird ganz gut sein. Sieht auch ein riesiger Käfer aus. Ja, wenn da hier das, der Rückteil ist. Und dann ist hier vorne der Stachel. Mit den ganz kleinen, mit den ganz kleinen Beinchen da vorne. Ich zeige gerade mit meiner Superintelligenz auf meinem Bildschirm, aber diese kleinen Beinchen da unten. Und das ist der Saugrüssel. Toll. Wir erstmal. Da fällt sie fast in die Suppe rein. Ich mag, hab's echt gemocht, hier die Aufnahmen zu machen. Dann immer hier die ganzen Feline zu beobachten, was sie denn so tun. Und ob sie irgendwann mal reinfällt.
Ja, mit dem Angriff. Hoch. Ein gutes Fleischgericht. Perfekt. Ach ja. Ganz ehrlich, die haben sich auch dem Essen so verschrieben, wie zum Beispiel Studio Ghibli bei ihren Filmen. Da haben ja die Essensszenen auch immer ein besonderes Augenmerk bekommen. Gut, die Fangsachen wollte ich da lassen. Mitnehmen. So, raus mit uns. Holen wir die Zutaten. Greifst du ein Monster an, an dem du hängst mit Dingens? Verwundete die Klammerklaut des getroffenen Körpers, das wusste ich schon. Was hast du kurz davor? Ja, das machen wir die ganze Zeit. Kartoffel macht sich bereit, aber wir stürmen schon mal. Ich mach mir nur mal schneller. Was kann ich noch? Elementeaktivität. Ausdauer hoch. Mhm. Mache ich das hier noch? Warte. Und. Wie mache ich das nochmal? Dann C? Okay, C war's. Und die Ghibli-Filme waren mega schön, absolut. Das wandelnde Schloss ist meine mein Lieblings-Ghibli-Film. Das wandelnde Schloss war mit Stimmt, es gab das. Genau, ich verwechsel es immer mit dem fliegenden Schloss. Das wandelnde Schloss ist mit sag ich, mit der Hexe aus dem Niemandsland und ist er Hakuro? Der es müsste das wandelnde Schloss sein, ja. Ist ein wunderschöner Film. Genau, genau, ist wunderschön. Ganz ehrlich, die haben dann also, jetzt erinnere ich mich, die haben die Welt gezeigt haben. Also ganz ehrlich, die haben das grafisch super schön umgesetzt. Also die haben wirklich Unmengen an Details reingebaut. Allein wie die Städte ausschauen oder so. Die ganzen Leute, das Fest am Anfang. Das schon, diese ganze Menge, das zu animieren, das ist der Wahnsinn. Also das, dieser Berg an Arbeit. Wahnsinnig schön. An den Grafik schon. Von der Story. Die Story kam mir beim ersten Mal anschauen ein bisschen komisch vor, muss ich sagen. Dass das Ende auf einmal so ganz plötzlich da war. Und aber wenn ich rückblickend nochmal, also ich habe es mir mal mehrmals angeschaut. Und ich meine, es macht dann schon mehr Sinn. Ich möchte aber jetzt nicht spoilern, falls irgendwelche anderen Leute zuschauen, den Film noch anschauen wollen. Aber ich meine, es macht dann schon mehr Sinn. Wie sich dann auch bestimmte Leute, also bestimmte Charaktere verhalten haben. Gesagt haben. Oh, da haben wir schon den ersten. Der Film, den schaue ich mir ganz gern. Manchmal zum Beispiel, als Einschlafhilfe, das klingt gemein, aber ich finde den Film nicht zum Einschlafen, sondern er hat etwas Beruhigendes. Aber dann. Und, manchmal habe ich dann einfach hier den PC an mit einem Sleep Timer. Also so ein Shutdown-Befehl. Und dann lasse ich manchmal den Film laufen einfach. Einfach so als Hintergrundbeschallung. Das ist ganz schön. Das heißt, schlage ich aber nur auf diese Gegner hier. Stimmt, ich kann ja währenddessen schauen, dass ich zum Beispiel einen Verteidigungsboost hochbekomme. Autsch. An regnerischen Tagen kommen die Ghibli-Filme ganz gut. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste oder was? Ich glaube, ich drücke die ganze Zeit X. Ja, okay. Das war mein Fehler. Sehr gut. Dann haben wir die Quest fast erledigt. Aber die nehmen wir noch aus. Das Zeug brauchen wir. Im Hintergrund höre ich wieder mein PC. Die Ärmste. Zum Glück habe ich hier ein, wie sagt man das, Noise Gate war das? Der das untere wegfiltert. Was manchmal dafür, dazu führt, dass manche Buchstaben von mir an Anfang in Sätzen verschlungen werden können.
Aber dann hört man den Lüfter hier nicht neben mir. So, wo finde ich noch ein paar Schamos? Wo seid ihr? Ich schnappe euch alle. Da oben glaube ich nicht. Ich weiß genau, wo die sind. Die sind da hinten, wo diese riesigen zwei blauen Korallen waren. Die sie so hin und her wurbeln. Oder da. Ja genau, das sind ja die blauen. Ups, tut mir leid. Tut mir leid. Perfekt. Okay, weißt du was? Nimm das. Ich hab. Achso, stimmt, kann ich die lähmen? Müsste ich eigentlich. Okay, ist jetzt auch nicht wichtig. Doch, hab ich. Oh, perfekt. Können wir jetzt sowieso nichts mehr. Wir ernten. Und dann gehen wir runter ins Tal der Verwesung. Ich habe Lust drauf. Aber vielleicht nehme ich für das Tal Verwesung wieder das Langschwert mit. Weil wir dann hier oben links nicht so viel Text rumstehen haben. Erstmal zum Umschauen. Und. Welchen Gebiet mochtest du bislang am liebsten spielen? Wir haben verschiedene. Einerseits, also, was ich gesehen habe, war ja der Wald, die Wüste und wir haben jetzt das Korallenhochland. Wir haben eigene Sachen. Der Wald ist. Oh, das nehmen wir alles mit. Den Wald finde ich weniger hübsch als die Wüste. Und die Wüste... Königstruthahn. Die Wüste überzeugt durch... Felsformen. Und auch mit dem Teil, mit dem Wasser, der da durchläuft. Mit das Wasser, das da durchläuft. Wir haben diesen schönen Wasserbereich. Das Wasser dort gesehen, einen kleinen See. Nicht der, wo der Schlamm ist, sondern weiter oben. Das fand ich sehr hübsch. Aber ich glaube am liebsten... Von der Optik her mag ich das Korallenhochland. Weil es einfach einerseits wieder die ganzen Formen hat und sehr belebt scheint durch die ganzen, da ist unser Ratian da hinten, durch die ganzen, ganzen kleinen Tiere, die dort umherfliegen und leben. Ja, ich glaube das Korallenhochland. Oder wo ist mein Langschwert? Da oben. Der erste Tanz. Bam. Okay. Ich würde Tränke mitnehmen. Da wir ein neues Gebiet gehen und nicht wissen, was da ist. Wäre schlau, wenn wir erstmal Tränke mitnehmen, weil wer weiß, wo Kräuter sind. Achso, wir müssen sowieso hier weg. Und dann fliegen wir zur Forschungsbasis. Und dann fliegen wir mit der Forschungsbasis. Alter, wenn wir Tag haben, dann können wir nochmal nach oben schauen. Das sieht super aus. Oh, wir haben Tag. Das da. Solltest du dich nicht etwas vorbereiten, bevor du ins Tal der Verwesung aufbrichst? Ma'am, ich bin absolut vorbereitet. Das sieht... echt hübsch aus. Mag ich. Es hat wieder ein anderes Design hier. Die ganzen Klimpern. Die Optik wieder. Ganz anders. Okay, dann schauen wir mal. Wir möchten zu ihr. Wir reden mit der Meisterin der dritten Flotte. Und das hier vor allem. Das sind sehr viele Teller. Muss ich zugeben. Sieht aus wie mein Tisch. Das Schiff sieht dann abends halt am schönsten aus.
Ich habe am Abend das hier aufgenommen und auch am Tag. Was ich am Tag beeindruckend finde, war eben der Blick hier hoch. Man sieht das Helle, man sieht die ganzen, ja fast schon Tuchbänder, die da hochlaufen, das eben als Zentrum kennzeichnen. Das mit dem Hellen, fast schon himmlisch, was doch zum Schiff, das dann fliegt, fand ich es sogar noch hübscher als am Abend. Obwohl, in der Nacht. Am Abend weiß ich nicht. In der Nacht habe ich es, glaube ich, nur gesehen. Der Tisch könnte auch mein Tisch sein. Ja, von dem. Ja, ich muss nur ein paar Teller runterbringen. Aber das. Das ist sehr schön. Und das da, meine Güte. Gut, am Boden habe ich nichts stehen. Habe ich aufgepasst. Okay, reden wir mit ihr. Meisterin der dritten Flotte. Es ist an der Zeit. Bereit, ins Tal der Verwesung aufzubrechen? Tal der Verwesung, möchtest du dort denn aufbrechen? Ja, Ma'am. Ich bin... In Ordnung. Bereit. Oh Gott. Ich hab den Maus gedrückt und dann losgelassen und das bedeutet... Okay, interessant. Das Maus, drücken, weitermacht und loslassen. Ebenfalls weitermacht. Sobald wir unser Ziel erreicht haben, kannst du aufbrechen und ein Lager vorbereiten. Dann steht wieder das Übliche auf dem Plan. Wir müssen eine Spur des Suramak daraus finden. Hör mir jetzt gut zu. Während du da unten bist, schau dir alles gut an und überleg genau. Was ist das Tal der Verwesung? Welche Verbindung besteht zum Korallenhochland? Naja, vom Namen her... Es ist ja verwesig. Na gut, dann mal los. Gut, sie mochte meinen Witz. Sehr gut. So. Ja, die Kerzen stehen da gefährlich. Nachher brennt das Schiff ab oder so. Ja, hoffen wir es mal nicht. Die Ärmsten, vielleicht sind die deswegen abgestürzt. Wir haben es ja gesagt, die wurden angegriffen, aber vielleicht wurden sie von einer wütenden Kerze angegriffen. Oder sie wurden wirklich angegriffen und der Kerze ist runtergefallen. So schön. Da, schau mal. Wird es erschweren, ein Lager aufzuschlagen. Ich weiß was. Fang! Okay. Gut, damit wäre das Problem gelöst. Sehr gut. Ja, ja. Ich muss gerade sagen, der sah nach Gift aus mit seinen beiden Vorderzähnen. Hey, Partner! Ja? Meinst du, wir finden hier die Fährte vom Suramak daraus? Hm. Und ich würde mir gerne noch dieses Monster, auf das wir getroffen sind, näher anschauen. Wird gemacht, sichte einen Großgiros und ersuche das Tal der Verwesung. No problemo. Bah. Kann ich wieder hoch? Warte, wo sind die Schleuderfackeln? Wir nehmen erstmal die. Ach, und das ist eine Expedition. Mit anderen Worten, die Tour ist leer, oder? Gut, dass ich Tränke mitgenommen habe. Sehr gut. Kann ich noch was essen? Habe ich was gegessen? Ich habe bestimmt was gegessen. Nee, habe ich nicht. Wir zahlen es mal mit Geld.
Wir nehmen erstmal Leben. Elementwiderstand hoch? Oder habe ich noch was anderes mit Leben? Wir können auch ein Überraschungsgericht machen. Hm. Natürlich. Perfekt. Ich schaue währenddessen immer auf Kartoffel. So. Okay, dann, wir sind unten. Können wir das Korallenhochland sehen? Wird das Schiff sehen? Okay, wir haben solche Schlote da. Schiff sehe ich aber nicht. Sie muss ordentlich Kraft in den Armen haben, wenn sie die schwere Tablet einfach so tragen kann. Wir sind hier wirklich, also ganz ehrlich, die ganzen Menschen sind hier wirklich anders gebaut. Ich meine, wenn ich so einen Schlag von der Rathirde überlebe und wir von ganz oben nach unten springen können, wie im Korallenhochland, dann sind wir einfach, wir haben Knochen, die stärker sind als die von den Navi aus Pandora. Es hat schon seine eigene Schönheit hier. Ja, überzeugt wieder durch seine... Ist gerade was Todes umgefallen. Auch wieder durch Formen, aber auch durch seine... Ah, ja. Die Anführerin der dritten Flotte hat gesagt, wir sollen nach dem Miasma Ausschau halten. Was? Hat sie? Es scheint, als würden alle kleineren Monster, die mit dem Miasma in Berührung kommen, durchdrehen. Perfekt. Das hat sie mir nicht gesagt. Gut. Seltsame Früchte? Ist das das Miasma? So. Seine eigene Schönheit mit der Verwesung. Ja, es ist irgendwie ein bisschen wie diese Schönheit, die auch in dem Spiel Scorn gezeigt wurde. Dieses lebende, biologische. Diese Formen noch dazu. Es hat schon was vor mir, als wir das Maul da hinten gesehen haben. Ist das das Maul? Nee, das ist ein Knochen, ein Rückgrat vielleicht. Wo ist das Maul? Da muss ich auf jeden Fall hin. Ach, seltsame Früchte. Ich habe es gelesen. Seltsame Früchte. Jetzt bin ich enttäuscht. So, aber es gibt Schlafkraut. Das besteht alles voller Knochen. Na fast, Pflanzen sind auch hier. Ein Wunder, dass es Tal der Verwesung heißt. Boah, das heißt ja, im Korallenhochland muss es übel riechen. Da bleibt das alles unten. Ah, noch mehr Knochen. Wunderbar. Ah. Oh, okay, es ist umgefallen. Wir sind sicher. Glaube ich. Ach du meine Güte. Ich versch... Hm? Okay, ja, klar. Und wie ich aufpasse. Ja. Du kannst ihn jetzt erjagen oder zur Basis zurückkehren. Ja, okay, sehr gut. Erjage einen Radoban. Okay, Radoban. Boah. Okay, warte, ich muss hier kurz raus. Jagen wir ihn? Okay, dann gehen wir rein. Nichts kann uns aufhalten. Das ist die Motivation, die ich brauche. Wie mache ich denn? Die ganzen Wände sind so weit weg. Komm her, Radoban. Jetzt. Ha! Scheiße. Eine starke Hülle. Warte, können wir... Warte.
Okay, das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Okay, das ist problematisch. Wie kann ich ihn unterbrechen? Okay, ich weiß nicht, ob das zählt. Okay, die ganzen Insekten schauen auch nur verwirrt. So was kämpft man doch nicht. Noch nicht wahnsinnig. Ist. Ja. Ich hab ein bisschen Respekt vor denen. Seine Rollen hasse ich. Das ist cool und ist gruselig. Oh, habt ihr den Schlag gesehen? Er macht erstmal den Kreis. Wie hießen die nochmal? Diese Blades, die man damals immer in den Ring geworfen hat, da gab es ja auch eine Sendung dazu. Das hat er gemacht. Okay, seine Angriffe sind aber nicht so schnell. Außer Beyblade, danke, das war's. Er ist erstmal ein Beyblade, das da. Hätte ich so einen gehabt, ich hätte alles gewonnen. Okay, der ist nicht so schwer. Wir wurden noch nicht einmal getroffen. Au, wir wurden einmal getroffen. Okay, ich wollte gerade liegen bleiben. Okay, der ist interessant. Radoban ist anfängerfreundlich. Ja gut, ich wurde nicht getroffen. Also bis jetzt am Ende, weil das kam überraschend. Okay. Sehr gut. Die Insekten tun mir nichts, weil ich habe deren Respekt gewonnen. Na toll. Ich gehe lieber weiter. Obwohl, wir jagen den erstmal, den Radoban, und dann schauen wir uns um. Wir haben erstmal eine wichtige Mission. Kann ich mich da ranhängen? Nö. Vielleicht später. Also, ich habe die Story hinter Scorn nie verstanden. Ging es um Abtreibung? Boah, also, soweit ich weiß, ging die Story, ist die Story sehr in den im Artbook nicht erklärt worden, aber man hat sehr viele Infos bekommen, die man so niemals bekommen hätte. Es gibt ja immer noch sehr viele Theorien über Scorn. Und ich weiß es nicht. Ich kenne die Story. Also, es ist ein sehr schönes Spiel, aber die Story ist für mich immer noch etwas im Unbekannten. Du hast ihren Respekt gewonnen und wirst im selben Moment angegriffen. Es ist typisch. Es ist so furchtbar. So, Radoban. Ich dachte schon, der humpelt gerade. Kartoffel ist immer bei mir. Schon. Oh, ist ein Schlag, aber. Gut, meine nicht. Das ist gerade Wasser. Er wird halt ein Wasserelement drin. Ja, der Boden ist nass. So, jetzt müssen wir aber den Schweif einmal beschädigen, weil da komme ich nicht durch. So, und rein da.
warte. Ganz ehrlich, sein Schlag da, der ist krass. Okay, wir spüren sogar die Erschütterung. Geil! Komm her! Zeigst Schwäche und das nutz ich aus. Gut, das war schlecht. Ich übernehme das Kartoffel. Okay, wir machen seine Knochen kaputt. Ah, der holt sich neue Knochen. Kann ich denn noch was nehmen? Nee. Okay, schade. Ich dachte, ich kann den noch aufhalten. Oh, Knochenhaufen nehme ich auch noch mit. Okay, den kriege ich. Dass wir das abgeschlagen haben, ausgezeichnet. Ich hatte damit gehofft, dass es geht. Denn nicht bei jedem. Aber es geht. Sehr schön. Radobahn, geteerte Knochen. Ach, der ist im Teer. Deswegen klebt das. Was greift mich denn da an? Niedere Insekten, also bitte. Noch mehr geteerte Knochen. Die explodieren aber schön. Okay, leider explodieren sie. Wir können nichts mitnehmen. Schleifen wir nochmal die Waffe. Vielleicht kann ich ihn fangen. Seltsame Furche. Kommt von ihm. Okay. Das muss auch alles super instabil sein. Und zuerst fliegen die Insekten jetzt schon auf dem Boden. Was kommt als nächstes? Gigantische Würmer unter dem Boden. Und Efeu? Efeu kommt auch dazu. Wahrscheinlich. So, das sieht nicht gut aus. Ich habe keinen Energiedrink. Au. Oh. Habe ich jetzt einen bekommen oder wie? Nö. Oh. Ist der Kürbiskartoffel? Komm zu mir. Kann ich das runterschießen? Nein. Okay, er ist halt super langsam. Er ist stark. Er ist schwer. Hauptsächlich schwer.
Ich muss da weg. Das wäre schlecht. Danke, Kartoffel. Ich will aufsteigen. Komm schon. Ja. Bin ich überhaupt? Sehr gut gemacht, Kartoffel. Ich habe nicht genügend Stärke da. Ich müsste... Aber das Knopf... Au! Liegt irgendwas? Mist. Ich müsste meine Waffe wieder schleifen. Das ist gerade ein schlechter Zeitpunkt. Vielleicht können wir... Ja, okay, der geht auf Kartoffel. Ja, komm her. Okay, er geht. Wenn er geht, das heißt, wir können ihn nicht verfolgen. So, ich wollte mich wieder dran klammern. Das geht so leider nicht. Ah, ich dachte, es wäre ein Absprung. Okay, okay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wie kriege ich dich jetzt? Die noch die ganzen Knochen wegschleudern. Klar, die sind ja auch noch ein bisschen geklebt. Er hat schon ein sehr schönes Design. Man spürt richtig die Wucht von dem. Eine Woche schleife ich noch, die Zeit haben wir. Da schläft er einfach neben seinem Schwanz hier. Sehr viele. Also, ganz ehrlich, so viel Fleisch, wie der immer hat. Davon können ein paar Jäger satt werden. Für eine Jagd. Wie friedlich er da liegt. Wir haben leider nicht viel Licht hier. Wir fangen lieber, bevor die Insekten da was machen. Eins. Zwei.
Oh, krummer Knochen. Habe ich jetzt leider nicht gelesen. Ich war von dem beeindruckt. Oh, guck mal, der ganz kleine Zähne da. Was für ein Kiefer. Damit kann er Haselnüsse knacken. Was mache ich denn? Ist tot? Ein Hornetto! Monsterfluid. Wyvern, Knochenmasse, Radoban-Material. Wird selten mal fallen gelassen. Hohe Dichte für verschiedene Zwecke gebraucht. Jetzt müssen wir noch einen Großvirus finden. Wir können uns ja in der Zeit hier ein bisschen umschauen. Das hier auch. Hornetto-Panzer. Material meist durch Zerlegen erhalten, für eine Vielzahl von Dingen verwendet. Man sagt nicht welche, aber es sind ganz viele.